Auf geht's in eine neue Runde von Rain. Auf geht's in eine neue Runde und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Wir haben wieder dieses Wohnhaus, oder? Ne, sieht anders aus. Na, wir werden es gleich sehen. Das ist, glaube ich, diese komische Villa. Ich komme hier unten aber nicht rein. Ja, es ist die Villa, okay. Der Startpunkt war bloß sehr ungewohnt. Jetzt habe ich natürlich schon Rückstand. Wo sind die? Ist von uns jemand im Keller? Nein. Aber die sind oben. Wurde schon festgestellt. Dann gehe ich einfach mal hier wieder. Was war denn da? War bloß Dreck. Zu meiner Treppe. Hier ist ein Störsender. Das höre ich schon. Kann ich bis hier vorne die Treppe fahren? Nee, das wird nix. Das wird nix, ne? Ich probiere es trotzdem. Da ist er, der Störsender. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Ich muss nach links. Okay, da geht's lang. Stimmt, das war diese enge Ecke. Schupp. Aha. Schießt er schon die Fenster kaputt? Ich probiere es mal da hoch. Also wir gehen teilweise unten lang und teilweise oben lang. Aufteilung ist ja auch nicht schlecht. Zwei Zweiergruppen und ein Einer vielleicht. Hier ist schon offen. Ich glaube, oh, die hängen hier, ne? Ist ja, glaube ich, keine gute Idee, hier reinzugehen. Oh, da ist schon jemand von uns. Ah, ist letztendlich der gleiche Weg, weil ich hier unserer Tante hinterher renne. Ich habe erstmal den Störsender kaputt gemacht. Das war mir an dieser Stelle einfach mal wichtig. Der Schildmann kommt noch hinterher. Ich bin nicht geschützt. Da hinten ist einer. Habe ich schon gesehen. Also, Schüsse kamen letztendlich daher. Meine Kamera steht noch neben uns. Die habe ich ja da hingesetzt. Na, Vorsicht. Wenn, dann muss ich über ihn schauen, wenn ich schießen will. Mal gucken, vielleicht hilft das was. Ja, oh, Teamausrüstung. Und Friendly Fire, schöner Scheiß. Na, Schildmann. Nee, es war kein Schildmann. Wir sind doch Schildmänner, wenn überhaupt, als Angreifer. Jetzt kommt er bestimmt hinterher und bringt mich um, die Sau. Oh, das war der Entschärfer. Hatte ich den dabei oder die? Mann, mit der Granate habe ich selbst jemanden von uns mit verletzt. Das war nicht so gewollt. Ja, der läuft einfach hinterher, weil er weiß, der ist bloß verletzt und nicht umgebracht worden. Ist auch genau richtig, aber die Gefahr wäre gewesen, dass von uns einer ihn noch hätte umbringen können und verloren. Scheiße. Ist er nicht so optimal? Und die haben sich beinahe selbst erwischt. Ah. Naja, wir können es ja wieder ausgleichen, wenn wir uns einfach erfolgreich verteidigen sollten. Moment, ich will nochmal gucken. Ich hatte das Ding, ne? Na, das konnte ich jetzt nicht ganz sehen. Es war wieder zu schnell weg. Also um diese Ansicht sich wirklich mal richtig anschauen zu können, braucht es ganz schön viel Zeit. Also zu wenig Zeit haben wir hier zur Verfügung, als dass ich mir da genau einen Überblick verschaffen könnte. Ihr könnt ja einfach auf Pause drücken, aber eine Pause habe ich hier nicht. Tja, wo gehen wir hin? Ich könnte schon mal eine Vorgabe treffen. Okay, dann überstimmt, ich schließe mich euch an. Also ich habe wieder den mit Störsendern. Und Störsender waren jetzt auf welcher Taste? Habe ich noch nicht ganz drin. Störsender... Mausrad. Wir sind hier. Okay, dann stelle ich hier schon mal was auf. Ja, Mausrad. Okay, das bekomme ich einfach hin. Dann mache ich hier mal zu. Die werden bestimmt gleich mit der Kamera hinten durch das Treppenhaus fahren. Den habe ich jetzt einfach mal ausgesperrt. Ich schlingel. Da ist eine Kamera gewesen. Ja, habe ich aber nicht beenden können, diese Animation. Dann stelle ich hier noch was hin. Na, die haben die Bombe gefunden. Aber ich stehe noch was hin. Schaden kann es nicht und ich habe ja noch jetzt noch einen übrig. Ich muss noch meine Verteidigungsstellung aufbringen. Und das ist so ein Granatwerfer-Ding. Dann werde ich mich mal im Hinten platzieren. Obwohl, hier sehe ich die Bomben nicht. Das ist kacke. Können die da irgendwo durch? Nee, dann... Na, die kommen gleich an. Es sind schon fast 20 Sekunden vorüber. Ich will aber noch diese Wand hier verstärken, wenn ich darf. Nee, da habe ich mir jetzt was mit dem Schild verbaut, ne? Mach ich zumindest hier noch zu.
Dann werden sie aber erst recht die andere Wand nehmen, weil sie sehen, da ist schon was. Ja, komisch, dass ich den nicht mitnehmen darf. Nicht mehr. Jetzt doch, komisch. Manchmal geht das nicht, habe ich schon mehrmals festgestellt. Und da oben wird schon einer von uns verletzt. Wollen wir mal da hinkommen? Also ich will ja auch helfen, ne? So ist es ja nicht. Aber wenn die da oben schon sind, ist natürlich extra gefährlich. Wo liegt der genau? Okay, ich versuch's einfach mal. Ich bin so hilfsbereit, wie aus Battlefield. Einfach der... Ah, schon einer von uns, okay. Der alles andere als egoistische Medic. Ich renne ja gerne einfach mal hin, um Leute wieder zu beleben, um einfach dem Team auch zu helfen. Eine zweite Chance kann ja nicht schaden. Also wenn die da reinkommen, wäre ich schon mal gewappnet. Konnte man hier oben irgendwo durch die Decke? Es sieht nicht danach aus. Da konnte man durch. Okay, da ist nochmal Vorsicht geboten. 5-3. Wo ballern die denn? Hm. Alle da hinten, aber da ist auch was los. Da ist sogar einer. Hallo. Ich habe leider keine Granaten, deswegen muss es ohne gehen. Der Schildmann hat mich jetzt aber nicht erwischt, oder? Nee, es war noch ein weiterer. Von wo kam der jetzt her? Ich wollte dem einfach nochmal in den Rücken schießen. Ach, scheiße. Ach, der ist dadurch. Da war von uns noch einer, aber ich glaube, der ist auch in der Zwischenzeit gestorben. Und jetzt einer gegen drei. Ich versuche mal hiermit zu helfen, um noch jemanden zu spotten. Ah. Okay, alle eliminiert, weil der Entschärfer wurde erst später gesetzt. Na. Okay, zweite Runde jetzt auch verloren. Ja, umgebracht habe ich keinen. Aber dennoch einiges erreicht. Aber die Gegner mit zwei Siegen natürlich besser. Man soll hier nicht so sehr auf sein eigenes Gut schauen. Ich nehme mal wieder den Blitzmann. Ich will nochmal jemanden blenden damit. Das habe ich auf jeden Fall vor. Und die Schildleute habe ich schon länger nicht mehr verwendet. Wendet. Kein Wort. Da will jemand nicht. Okay. Ja, die Ecke genau. Habe ich schon gesucht. Hat er aber gleich mal markiert. Die nehme ich ganz gerne hier auf dieser Karte. Allzu oft habe ich die zwar noch nicht gespielt, aber das scheint mir ein ganz guter Startpunkt zu sein, wenn wir da mit unseren Kameras und später auch mit unseren Leuten loslegen wollen. Der Streamer mit seinem mobilen Elektroschocker, zweimal Schild. Was kann sie nochmal? Ich weiß es gar nicht. Irgendwas ganz Schlaues, ne? Könnte man meinen. Und der hat den Vorschlaghammer, damit kann er auch normale Wände einreißen. Na, dann mal los. Hier unten ist ein Eingang, das sehe ich schon. Dann fahre ich erstmal den Keller ab. Oder vielleicht wird jemand von uns schon woanders jemand entdecken. Ich glaube, die sind nicht hier unten. Nee, ist zu ruhig. Mhm. Dann gehe ich wieder hoch. Gut. Also noch ein Stockwerk höher. Hier ist ein Störsender. Ist der hier oben? Jo, da hinten steht er. Schöner Mist. Dann stelle ich mich wenigstens da hoch. In 7 Sekunden komme ich nicht mehr weit. Dann stelle ich meine Kamera wenigstens hier hoch. Dann kann ich ihn noch spotten mit einer Shotgun. Spinnst du? Ich spring dich an, Junge. Aber immerhin haben wir nochmal den Typen gespottet. Wir müssen da hoch. Dann renn mal bitte. Ich gehe einfach mal mit aufs Dach. Treppenhaus. Obwohl, nee, Treppenhaus gehe ich. Vielleicht kommt mal jemand mit. Ich versuche einfach mal hier reinzugehen und dann eben durch das Treppenhaus. Ich fahre einfach mal eine andere Taktik, als ich zuletzt gefahren bin. Ist auf jeden Fall ein Störsender und der Stacheldraht ist ja für den Hintern. So, ich bin auf jeden Fall... Na, da soll ich nicht nachladen. Ist das Ding noch ein Stockwerk höher? Nee, ist auf dieser Ebene. Ich stelle mich mal hier hin. Die können mich ja noch an den Füßen erwischen. Kleines Loch schaffen. Da können die sich mit Schutzwesten versorgen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wo ist hier jemand? Kommt mir eigentlich jemand nach? Ich will mich jetzt nicht umdrehen, denn das könnte vielleicht eben ein Ende bedeuten. Na, muss ich die ganze Tür kaputt machen. Eigentlich wollte ich die etwas als Schutz nehmen, aber Sichtschutz in dem Fall. Ah, da ist jemand. Hallo. Habe ich links eine kleine Lücke gelassen oder warum? Ich glaube, ich habe links eine Lücke gelassen. Nein. Gib es nicht.
Ach, wieder zur Unvorsicht, aber man sieht, man muss hier deutlich bedachter und eben auch langsamer spielen. Darauf kommt es einfach an und jetzt haben die auch noch den Entschärfer fallen lassen und das schaffen wir nicht mehr. Ich glaube, die können den jetzt schon zerstören, ne? Ich darf hier keine Kamera wechseln, ich kann bloß zu unserem letzten Kollegen gehen. Das ist normaler Sprengsatz, dann mal raus damit. Ob das gut geht? Er kann sich Zeit lassen, er hat 130 Sekunden und 4 Gegner. Für meinen Geschmack geht er etwas zu schnell voran. Aber das ist immer so aus dieser Ansicht hier leichter gesagt, als Spieler letztendlich getan. Man macht sich auch Gedanken, wo sind die? Die sind jetzt zu viert. Scheiße, muss ich immer auf der Hut sein? Und die wissen schon mal, wo er ist. Und das sind mindestens zwei. Der eine kommt jetzt von hinten bestenfalls und der hält ihn weiter vorne im Schacht. Jetzt kommt der, glaube ich, hinterher, ne? Ja, da ist er. Oh, super. Kann er noch schaffen. Da kommt wieder jemand. Einer durch die Tür, oder? Ja, da ist nämlich was kaputt. Hier sieht man sich gar nicht, ne? Ist ziemlich blöd. Aber hier oben hat er gar keine schlechte Position, aber er könnte da auch sehr einfach umgebracht werden. Ich glaube, der kommt von hinten. Ich glaube, der kommt von hinten. Aber man hört ihn auch nicht. Da vorne ist einer. Super. Der reißt die Runde hier noch. Ich glaube an ihn. Da ist der Nächste. Hast du eine Granate? Na, obwohl, es geht auch so. Ey. Der Junge hat's drauf oder hat Glück. Ich tippe jetzt einfach mal auf Ersteres. Tja, abwarten, bis der Letzte kommt. Es sind noch gute 50 Sekunden Zeit. Er muss sich nicht allzu beeilen. Können die das Ding, was da liegt, jetzt zerstören und wäre es zu Ende? Ich wüsste es nicht. Da ist er, komm. Nee? Achso, das war die Lampe. Falscher Alarm. Aber er hat ja auch drauf geschossen. Da ist eine Kamera oben. Ja, aber ohne Entschärfer, der liegt hinter ihm. Er sollte lieber den letzten Typen finden, das ist einfacher, weil da muss er erstmal den Koffer aufnehmen und dann noch das Ding entschärfen, das dauert auch Zeit. Da, nein, oh Mann, das war eng, das war richtig eng, aber echt gut gemacht, sich gegen so viele zu behaupten. Das muss man erstmal schaffen. Ja, schade. Schade, schade, aber eine gute Arbeit. Ich glaube, das war der Troll, ne? Naja, wir haben verloren, aber es hat Spaß gemacht. Es kommt nicht immer aufs Gewinnen an, klar, will man das immer. Aber solche Runden machen schon Spaß. Und vielleicht sehen wir uns ja einfach beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut und ciao, tschüss.